Der Trainer, auch von Brian Minto, ist Pat Nelson. Und hier links neben mir Brian Minto, ich denke in Deutschland inzwischen bestens bekannt. Dann gehe ich zur Universum-Fraktion, begleitet von seinem Trainer Fritz Dunek. Ich denke auch das, was wir schon vermelden konnten, ist ein positives Zeichen. Ich habe das alles im Griff. Also das heißt, ganz normale Nervosität, ganz normale Dinge, die man einfach... Nein, das ist ja nicht überraschend, das ist ja mein Zuhause. Und jedes Mal bin ich gewohnt, wenn ich boxe in Stuttgart, dann haben wir die Halle voll. Und das ist ja keine Überraschung in dem Sinne, sondern ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt boxe und dass es auch hier bei mir zu Hause stattfindet. Ja, das wäre sozusagen natürlich, dass er das rüberbringen kann nach über ein Jahr Abstinenz. Vor allem ausverkauften Haus. Ich beginne jetzt hier mal vorzustellen, wie sich das anstandsweise gehört, sind das die Gäste. Das Partner, die einfach dem Gegner natürlich schon ähneln. Und haben wir auch dieses Mal auch zwei Spannungspartner gehabt, die ähnlicher Stil wie Brian Minto haben. Und er macht für mich einen sehr... At first, I didn't know what to expect, but after a few days of staying, people were very, very courteous and generous. I mean, I really like it over here. That's why I have no problem coming back over for the fight. I mean, it's just a great atmosphere. The people appreciate the sport. Gibt es weitere Fragen? Ja, dein Heimspiel, diese große Zuschauerresonanz, auch für dich experience. It's a pleasant experience compared to, you know. U.S. is good, but there's it's very dangerous. And this is ein Distanzgefühl wieder und es läuft alles prima. Und die hundertprozentige Antwort bekommen Sie oder bekommst du dann an? Oder ohne dass Sie irgendwelche Verpflichtungen da unterschreiben muss. Wir folgen. Die Frage nochmal lange am Nachzweiter, warum geht es dann auch sehr viel um Sportpolitik? Der wird das schon gut überwinden, glaube ich zumindest. Alexander, hier das Mikro nehmen wir schon mal. Ja, schon. So, dein waren durchaus überzeugend, schnell, der eine und der andere dann auch mit einem klassischen K.O. versehen. Wenn ein Gegner schon geboxt hat, dann weiß man alles. Oder glaubst du, dass du da noch Gegner werde sehen? Aber für viele unverständlich, dass dort ohne ganz klaren Punkten geschlagen. Und das wird. Eso es lo único que tengo en mente. Es mal guten Tag alle. Dann Tom Giancala, das ist der Trainer von Brian Minto. Also wenn wir nachher in die Frage kommen. Man weiß also auch den Werbewert zu schätzen bei den Sendern. Es ist nicht nur noch ARD und ZDF. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns dann spätestens am Mittwoch und allerspätestens am Samstag. Jawohl. Yeah. Für beide mal hier nach rechts. Ja, super. Yeah. Genau, beide mal hier. Beide mal hier. Hier, nur hier. Okay, like this. Yeah. Und alle mal hier bitte rechts. Johann. Okay. One in the middle. Okay. Und dann beide mal hier. Ja. Under. Down under. Und hier oben. Spanier ist keine per Brian Minto. Kunde starten ist das Stones. Për Brian Minton, njoh që nga luftat e tina që ja kam studiu dhe i ka 26 luftë, 25 fitore dhe është një kundërshtar shumë stabil dhe duhet kemë kujdes. Planet e juaja pas meqit së shumës? Për spari këj meq duhet të fitohet dhe duhet të shohem si do të fitoj këtë meq dhe të shohem si do të shkon puna dhe besoj që në bas këti meqi do të vjen deri të radhimi e listave të kampionit bote dhe besoj që këtë vit do të më vijë shanse për sërit boksoj për kampion bote. Është presoni që derin fund të vitit do të boksoni për titull kampioni? Po spari duhet të mbarohet me sukses data 17.3. dhe besoj që këtë vit do të më jepet 5 shanse të boksoj për kampion bote. Deswegen müssen wir erstmal abwarten und die Karten werden neu gemischt und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Also so selbst